Yes, yes, Friends, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Heute so Meet and Greet, bisschen im Fitness, Gym, Boxstudio irgendwie. Ich war noch nie hier drin, sieht aber recht cool aus. Der Mo ist auch da hinten irgendwo, aber wir gehen den aus dem Weg, weil ich habe strikte Anweisungen gekriegt. Kein Palaver machen, sonst kein Kampf. Deswegen halte ich mich hier erstmal ein bisschen bedeckt. Aber natürlich werden wir hier den Jalous und den Amiri werden wir zum Gespräch gleich holen. Und dann werden wir ein bisschen quatschen und mal gucken, was sie dazu zu sagen haben. Ein, zwei Tage vor dem Kampf, wie die sich fühlen. Deswegen gebt einen Daumen hoch, Leute. Macht diese Algorithmus-Scheiße, kommentiert fleißig. Küsst euer Herz. Danke für den krassen Support bis jetzt. Und dann sehen wir uns gleich. So, liebe Friends, was geht ab? Ich habe jetzt zu meiner Rechten den Underdog, den aufstrebenden Younes Amiri, den Fighter aller Klassen. Bruder, wir haben halt... Wie sagt man so schön, Alter? Fight Night. Fight Night? Fight Night. Wie fühlst du dich, Alter? Ehrlich, also, auch wenn ich sehr überzeugt bin, dass ich hier auf jeden Fall... Bist du größer als ich, Alter? Nein, es sind die Schuhe, Bruder, die machen einen sehr. Oder was denn der? Ja, so, ja. Nein, es sind die Schuhe. Die Schuhe machen größer. Wallah, der hat richtige Baustellenschuhe an der Wand. Mit Stahlkappe. Wallah, mit Stahlkappe. Ich denke, Wallah, der ist kurz Zeit geworden. Der hat ein paar Fruchtzwecke reingeballert. Erzähl, Bruder, erzähl. Ja, also wie gesagt, also ich bin ein bisschen nervös, so natürlich, aber nicht wegen dem jetzt, sondern so eher wegen den Zuschauern, so, ne, weil es so groß ist, so, ja, ja. So abgesehen von uns, sehr große Kämpfer, ne, viele Freunde, Verwandte kommen zu gucken, ja. Man denkt sich eher so, man will sich nicht blamieren, weißt du. War das Angst vor der Niederlage, ne? Sehr überzeugt, dass ich gewinne auf jeden Fall. Bruder, ich muss sagen, ich habe nichts gesehen, sehr stark, Bruder. Wallah, ich weiß nicht, wie viel man euch beiden glauben kann, gefallen, also, ich weiß nicht, was ernst ist und was nicht bei euch beiden, Wallah. Nee, aber ehrlich, hat dir gefallen? Ehrlich? Cousin? Wer ist der? Ey, der macht Sparring. Wallah, film mal erstmal dein Sparring schnell ab. Deckung. Jeff. Nochmal, härter. Links, rechts. Die Rechte von Jalous erinnert mich an der dritten Klasse. Wo ich auf Klassenfahrt war, dritte Klasse, habe ich Tischtennisball geklaut von meinem Nachbar. Da hat er genauso eine kassiert von mir. Nein, hat er, wir sind immer noch. Stell dir mal vor, der macht jetzt Ansage. Sieh, da komm in den Ring. Ja, mal komm. Also Spaß beiseite, wir verarschen ein bisschen den Jalous, aber wir sind immer noch Team Jalous auf jeden Fall. Essen, ihr wisst, mit Essen spielt man nicht. In seinem Fall muss man dazu sagen, der ist halt frisch, ne? Also zu seiner Verteidigung. Er ist halt noch nicht so lange dabei und muss man trotzdem Respekt geben, dass er sich traut, in den Ring zu gehen. Ne? Sag dir ehrlich, meine letzte Schlägerei in der zweiten Klasse war aufregender. Nimmt das ganze Selbstvertrauen runter. Nein, wir bauen ihn auf so. Nein, nein, wir bauen ihn auf. Unsere Art, dir zu zeigen, wie sehr wir ihn lieben. Genau. Man sieht, wie er vor einem Monat geboxt hat und den Fortschritt, den er jetzt gemacht hat, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Ja, man sieht genau das Gleiche. Man sieht einen großen Fortschritt, Bruder. Jetzt werden wir seinen Kontrahenten sehen. Younes hat sich gerade warm gemacht. Younes so ein. Wo ist der geile Hengst? Schick mal den Amiri. Nee, den Amiri kann einfach boxen gehen. Jalous soll mal hier zum Talk kommen. Hol den mal, der soll mal hier talken. Der soll die Handschuhe anlassen. So, wir haben den anbietenden Weltmeister Jalous am Start. Der hat schon Angst, weil er denkt, wir wollen ihn auf Schippe nehmen. Boah, er hat mich gefickt mit dieser. Nein, nein, nein. Geil, ist es dir? Geil, ist es dir?
Nein, wir sind, Bruder, guck mal, das ist unsere Abstellung, dass wir nicht unterstützen wollen. Bruder, wir sind Team Janus. Team Janus. Mit dem D, ohne den D. Okay? Ja, die drei Tage vor dem Kampf, jetzt musst du dich quasi beweisen. Wie fühlst du dich? Wallah, ich bin ehrlich gesagt aufgeregt. Mein erster Kampf vor so vielen Leuten. Aber ich werde einmal den Libanesen rauslassen. Einfach auf den Einhorn. Also stichst du mir besser zu? Die Kopfnuss, Bruder. Habe ich dir doch schon gesagt am Telefon. Ach ja, willst du das wirklich durchziehen? Boah, du schlägst einfach wie bei Sparring, du schlägst einfach mit zwei Händen. Warte, was hast du gesehen? Hey! So, Bruder. Ist dein Herz. Soll ich machen? Man muss aber dazu sagen, er hat sich gesteigert. Ja, er ist auf jeden Fall besser geworden. Gut. Ich geh wieder, Ola. Bruder, unsere Masrana ist noch Masrana. Wallah, Bruder. Man muss trotzdem, ich habe euch gesagt, guck mal, wir machen ab und zu Masrana auf den, ne? Aber wir den lieben. Wir kennen ihn seit klein auf. Der ist ein Essener. Und am Ende des Tages, mit Essen spielt man nicht. Wir halten zusammen. Man muss sagen, er hat sich vom letzten Sparring, das ist ja auch 6 Wochen her mittlerweile, 5, 6 Wochen her, hat er sich schon gesteigert. Ich habe gerade gesehen, die Punch und so, die sind natürlich nicht zu 100% perfekt. Meine sind auch nicht perfekt. Aber muss man sagen, deutliche Steigerung. Ja. Deutliche Steigerung. Also, da du ja auch sehr viel Kondition trainiert hast, spiegelst du es auf jeden Fall wieder dein Training. Also, ich sehe das. Du bist sehr fit, Bruder. Ja, danke. Top fit, Bruder. Ciao, komm mal. Jetzt ernsthaft, welche Runde denkst du, machst du den Weg? Ich gewinne nicht durch Punkte, aber durch K.O. vielleicht. Ja? Du gewinnst nicht durch Runde? Durch Punkte, der hat eine bessere Technik. Also gehst du mit der Einstellung rein, du willst auf jeden Fall K.O. 100% K.O. 100%. Welche Runde? Egal welche, egal. Mann. Du musst aber K.O. In den ersten beiden Runden eigentlich. Egal wie, Bruder. Was ist die Ansage? Schiedak. Das ist nicht. Wie ein Schiedak. Okay, meine Freunde, merkt euch meinen Namen. Nein, hey, was ist da los? Wir sind Team Jalous. Wir sind Essener, für Essener. Essen spielt man nicht. Du machst dein Leben, oder? Wir wünschen dir alles Gute, oder? Schau, kommst du heil da raus. Aber warte ganz kurz, falls ihr das nicht auf der Kamera gerade hattet, Jalous hat gesagt, in den ersten drei Runden sehr wahrscheinlich macht er ihn platt. Ich sag ehrlich. Wenn ich das in den ersten drei nicht schaffe, dann könnte der durch Punkte gewinnen, aber ich gehe auf K.O., Leute. Geht auf K.O. Dann ich sag euch ehrlich. Er hat eine bessere Technik, 100%. Egal, scheiß auf Technik. Hau blind, egal, hau drauf. Ich gönne es Jalous in der ersten Runde, dass er den Amiri in der ersten Runde. Sagen wir die gleichen Sätze auch gleich bei Amiri, Bruder? Ja. Okay. Ich küsse dann erstmal, Bruder. Nein, Wallah, wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Ja, Wallah. Mit Jalous, viel Spaß. Egal, sie redet ihn jetzt ein, dass er gewinnt. Was haben die gesagt? Komm, hol den nächsten Patienten! So, Jalous, gib mal ganz kurz und knapp und knackig deine Prognose für den Kampf. Und was ist deine, sag mal so, deine ersten Emotionen zum Kampf? Ey Leute, ihr wusstet ganz genau, ich bin kein Boxer, Jonas ist Boxer. Und ich gehe da nur für meinen kleinen Bruder hin. Familie steht über allem. Und egal was da drin passiert, ich habe meinen Mann gestanden, ich bin von meinem kleinen Bruder da hingegangen. Ich werde da natürlich auf K.O. gehen, alles geben, dass es einen Lucky Punch treffe, einen K.O. gebe, den deinen Kopf auch kaputt machen, für den kaputt. Aber wenn er das bei mir macht, egal, ich hab... Komm, gib mal. Und ein neuer Pfeffer. Das ist der komische Kamera, Mann. Der wird auch noch sehen, was er da macht.
Also. Deine Witze, Kappe. Du bist hier. Wir haben Habibi Wallah. Wir haben Fressnapf hier. Fressnapf haben wir. Halt deine Schnauze. Ich tue deinen Kopf in diese Fressnapf. Haltet ihn an der Leine, sonst geht er auch nicht. Halt deine Fresse, die Leine werde ich hier um deinen Hals wickeln. Komm, ich bin hier. Die Leine wickel ich hier um deinen Hals. Ich bin hier. Bist du keine Luft mehr kriegst, bist du dich nicht mehr bewegen kannst. Du, komm mir nicht zu nah, du. Komm mir nicht in meine Nähe. Komm mir nicht in meine Nähe. Normalerweise, für diese Leute, der geht heute ganz nach Hause. Verstehst du? Wir sind hier bei uns vor meiner Haustür, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Normalerweise, der geht ganz nach Hause heute. Wenn wir ohne Respekt machen, der geht nicht nach Hause heute. Verstehst du, Bruder? Wir sind keine kleinen Kinder, dass er so redet, mal Hund, mal Hund. Der letzte, der mich Hund genannt hat, Bruder, der ist nicht mehr hier am Chillen, Bruder. Verstehst du? Ja, nachdem der Große gesagt hat, keiner hat den überhaupt, wir sind doch hier was am Drehen, um die Sache zu promoten. Dann geht er durch. Ich habe Ismail und so mein Wort gegeben, dass wenn ich heute hinkomme, dass kein Stress passiert. Aber wer hat Stress gemacht? Ich? Nein, ich war hier am Stehen. Verstehst du, was ich meine? Ich hab's auch auf Kamera. Der hat doch alles auf Kamera. Verstehst du? Da siehst du, was für Wörter der sagt und was für Dinger der sagt. Wenn wir respektlos werden, die können auch von A bis Z beleidigen. Das ist auch kein Problem. Für mich ist das kein Problem, aber ihr müsst denkt doch da. Ihr seht kleine Kinder, weißt du? Sie sind kleine Kinder, die sagen nämlich kleine Kinder. Fotze, Hund, was da? Ich hab nicht mal. Jungs, die Sache ist jetzt gegessen. Sagt er jetzt, mein Kameramann, Hund, was hat mein Kameramann gemacht? Bruder, ich habe extra meine Leute gesagt, sie sollen nicht kommen, weil ich dachte, heute ist ruhig. Und normalerweise, die Welt geht normalerweise nicht nach Hause nach dieser Sache. Oder wir sind hier bei uns in der Haustür, wo normalerweise. Normalerweise, der geht gar nicht nach Hause nach der Sache. Okay, wir wurden kurz unterbrochen, gab ein bisschen Ärger. Hier wurden Handys gesucht, Bruder. Ja, genau. Bruder. Sorry. Ich geh einfach von meiner Familie da rein, Bruder. Mein kleiner Bruder. Niemand hat den zu beleidigen. Egal, was da drin passiert, ich bin morgen gestanden und fertig. Okay. Das war's eigentlich. Aber du bist bereit. Ich bin bereit auf jeden Fall, Bruder. Okay. So, liebe Friends, wir hatten eine kleine Unterbrechung. So, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, aber fangen wir einfach an, Bruder. Ja, also, am Ende des Tages ist es ein bisschen eskaliert. Ich weiß schon, wie das aufgenommen haben gerade, ne? Wir haben ein bisschen aufgenommen, ja. Also, ich habe das zwar gesehen, ne, aber mein Kopf bleibt die ganze Zeit. Ich werde Jalous auf jeden Fall, inshallah, wenn Gott mit mir ist, mein Ziel erreichen und ihn in der ersten Runde durchschlagen, auf jeden Fall. In der ersten Runde? Ist mein Ziel auf jeden Fall. Vorzeitig. Also, ich sag dir ehrlich, bin ich lügen. Ich hab Jalous so vorhin gesagt. Ich mach voll das doppelte Spiel. Bei dem sag ich so, bei Jalous sag ich so. Ich hab Jalous gerade gesagt, du bist in der ersten Runde. Ich mach voll den Fitness schon. Auf jeden Fall. Nein, am Ende des Tages hab ich dir gesagt, du bist mein Freund, ich mag dich. 100%. So, oh, ich hab gleich zu ihm gesagt. Nein, schön, dass du bist mein Bruder. Nein.
viel, ganz gefährlicher. Wie viel Ehrlichkeit ganz willst du in dem Video? Ja. 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 Nein, Spaß. Alter, ihr seid ja beide meine Freunde. So, ich mag Jalousse ja auch. Ich mag dich auch. Das Ding ist bei Jalousse ist halt. Er kommt aus Essen. Er kommt halt aus Essen. Aber er wird eure Stadt blamieren, Bra. Plus. Sag ich dir, wie es ist. Also komm rechtzeitig auf die richtige Seite. Ja, Mann. Ich bin sowieso wie, die CIA. Immer auf der Gewinnerseite am Ende des Tages. Ey, ich hab den Sinan die ganze Zeit immer nach Prognosen gefragt. Ja. Na, jetzt will ich eine Prognose haben von dir. Jetzt egal ob Essen oder nicht, kämpferisch. Ja, Wallace, zum Kampf von Jalous und okay, guck mal. Nochmal erstmal zum Thema Jalous. Ja. Wegen gerade, weil ich wurde unterbrochen. Das Ding ist, ich mag Jalous, weil ich ihn auch seit klein auf kenne, weißt du? Er ist ein lieber Kerl, ich hab nichts gegen den. Deswegen gönne ich ihn auch. Aber das heißt nicht, dass ich dir das nicht gönne. Die gönne ich auch nicht. Ich gönne euch beide irgendwie. Am besten wäre natürlich irgendwie unentschieden oder so ein Scheiß. Aber man kann das halt, ne? Ist ja kein Wunschkonzert. Aber wenn man jetzt nur boxerisch, technisch und so nur darauf guckt, oberflächlich, jetzt ohne dass ich Jalousse kennen würde, würde ich sagen, dass du auf jeden Fall gewinnen wirst. Vorzeitig oder weiter? Geil, mal voll korrekt. Nicht korrekt. Danke, Simon. Danke für die Wunder. Also, ich würde sagen, dass du, also, wenn du wirklich ernst machst und durchziehst, so richtig auf Hass, spätestens in der zweiten Runde. Deswegen, ich wollte gar nicht mit Hass gegen ihn kämpfen, aber der bringt einen dazu. Der ist so provokant, der will, dass du den hast. Ist halt auch gut für die Sache, man provoziert ein bisschen, ne? Ja. Ist ja auch entspannt. Aber ich sag dir ehrlich, Von oben, Trink doch von oben. Hat er doch. Ich brauch neues Wasser. Also spätestens zweite Runde haust du den K.O. Tschala. Spätestens zweite Runde. Wenn ich jetzt oberflächlich rede von boxerischen Herren, weil ich gesehen habe. Ja, weil du kannst doch. Wie lange boxst du schon? Jetzt so immer ab und zu halt. Ne? Ja, aber du hast ja früher schon mal... Seit 3-4 Jahren bin ich halt so ab und zu dabei, ne? Okay. Aber ich hab's noch nie tatsächlich so richtig intensiv gemacht, ne? Ja. Jetzt erst so seit 2-3 Monaten, dass ich wirklich jeden Tag auf das Training gehe, ne? Aber gut, ey. Ich hab gesehen, deine Praxisvideo und so, dies, das. Du trainierst ja auch mit ein, zwei Leuten, die ich auch kenne. Das sind auch stabile Jungs. Ja, ja. Ne? Also ich muss sagen, warum bleibst du nicht beim... Also ja, du machst ja eh dein Entertainment, alles scheißegal, klar. Aber so sportlich, warum bleibst du nicht beim Boxen? Also warum man nicht so ein bisschen ernster nimmt? Du bist jung, Bruder, du kannst ja noch normal, richtig also, dran gehen. Wenn Universum mir noch ein paar Verträge gibt, oder? Ja, dann machst du auf jeden Fall noch ein paar Kämpfe. Ja, ich sag dir ehrlich, wenn du jetzt wirklich Jalousse weghauen solltest, denke ich nicht, dass da was im Weg stehen könnte, dass man sagt, ey, der Amiri könnte noch ein, zwei Kämpfe haben. Hier eventuell. Ein Beispiel. Ich kämpfe gegen dich. Kein Problem. Auch einer meiner Wunschgegner. Amiri. Nee, aber ich sag dir ehrlich, aber ich find's gut, Bruder. Ich sag dir ehrlich, am Ende des Tages, also nach dem Kampf quasi, würdest du denken, so, Khalas, ich und Jalous haben einen Kampf gehabt, wir sind jetzt wieder dicke miteinander verkracht und so, oder würdest du sagen, mal, ich weiß auch, das ist so irgendwo so einer, so Hassliebe, weißt du? Manchmal mag ich den, weil dann vergesse ich, was der gemacht hat, aber dann haut er jede Woche irgendeinen neuen Move, so unnötig gesagt, in seine Story, da fange ich ihn wieder an zu hassen, weißt du? Also ja, jetziger Stand, wie ich ihn auf jeden Fall auf die Fresse von erst. Ja, ich kenn das. Wie die Emotionen danach sind, ne? Ich kenn das. Bei Mo ist das nicht anders. Manchmal denke ich, ich guck mir den so ein Ding so, voila, eigentlich netter Typ so. Und dann kackt der nächste Moment wieder rein, voila. Vergiss, was ich gerade gedacht habe. Jetzt muss ich erstmal gerade machen für 2 Euro für neues Wasser. Ja, voila. Ich sag einfach von Mund. Ich bin hier. Normalerweise trinkt von Nase. Naja, aber wie gesagt, also, könntest du dir vorstellen, dass du sagst, ey, nach dem Kampf mich und Jalousse gereicht uns die Hand, Vertragbasis, oder sagst du Scheiß auf den? Oder der ist ein komischer, der ist eigentlich ein Lieber, aber durch diese Internet hat er immer böse Absichten, weißt du, was ich meine? Ja, der will nur so Hintergrundgedanken, ja, voila. Er will nur Klicks auf deinen Kopf machen. Ja, so stell ich mir das vor, voila. So wie andere Leute hier. Ja, Bruder, du weißt doch, diese Internet-Game ist ein dreckiges Game, Alter. Ja. Nein, Bruder, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg, Bruder. Aber ich sag dir ehrlich, am Ende des Tages zählt nur die Gesundheit, Bruder. Ja, nee, wenn du da gesund aus dem Kampf kommst und er genauso, das ist alles andere. Alles andere ist unwichtig, Bruder. Sag ich dir ehrlich. Gewinn das Ding, dann kämpfst du gegen mich.